um nur einige Änderungen zu machen an dem Textus Receptus. Wenn wir jetzt zu viel ändern, dann werden sich die Leute aufregen. Wir machen nur einige Änderungen, schön lesen, was er sagt, und dann schreiben wir in den Fußnoten das, was für uns notwendig scheint, so wie Griesenbach es gemacht hat. Aha, also in den Fußnoten können wir dann die Leute ein bisschen informieren und sagen, hör mal her, hier ist ein Text, aber naja, und. Okay, und nur einige Veränderungen, sonst wird das auffällig. Er geht weiter. Er sagt hier, dass er den AV, das ist die King James, dass er die ablehnt und er möchte etwas, was sie ersetzt, den Menschen geben. Es kann nicht ein Text sein, der nur auf unserem Urteil ruht, denn wir könnten es schon tun, wir sind klug genug, um das zu tun, aber die Fußnoten werden uns viel Raum geben, um unsere eigene Ingenuity, Klugheit in den Text und unsere Prinzipien hineinzubringen. Mein Wunsch wäre, wenn wir den Receive-Text, den Receptikus, aufzeigen können als total falsch, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Also da steht's, er schreibt es selbst. Dann schreibt er einen interessanten Text vor diesem Text, wo er sagt, dieses schreckliche Text des Receptus. Er schreibt hier, ich habe eine Organisation gegründet, die Geister und das Übernatürliche untersucht. Und diese Organisation hieß The Ghostly Guild. Eine Geisterorganisation. Er war also Spiritist. In 1882 wurde die Society for Psychical Research gegründet und der Vorgänger für diese okkulten Studium war dieses Ghostly Guild. Und das kam von Cambridge University, Ghost Society, und wurde eigentlich gegründet, der Edward White Benson. Und dieser Erzbischof von Canterbury war auch dabei, dieses Geistliche. Und diese Society of Psychic Research hat dann Ursprung gegeben an den ganzen modernen Okkultismus, so wie wir ihn haben. Channeling und mit Geistern reden, das kam aus diesem Stall heraus. Dann schreibt der Sohn von Hort, unter meinem Vaters Diversionen, seinem, das was ihn interessierte, bei Cambridge war die Formung einer Gruppe, die er nannte The Ghost Society. Und dann nennt er all die Hohen, die daran beteiligt waren. Habt ihr gewusst, dass Charles Darwin in der Ghostly Guild war, also spiritistisch veranlagt war? Und Elliot Miller schreibt, dass diese Organisation Ursprung gegeben hat an der Society for Psychical Research in England und dann nachher mit Helena Petrovna Blavatsky die Theosophie, und das ist der Ursprung von der modernen New Age Channeling spiritistischen Bewegung. Noch etwas, was Interessantes an Hort. Er war ein Mitglied der Geheimorganisationen. Seine eigenen Geschriften, hier steht es geschrieben, Life and Letters of Fenton. Im Juni hat er eine Gruppe beigetreten, die hieß The Apostles. Also er war also Gruppe einer Geheimorganisation, der Apostle, a secret club, ein geheimer Club, mit sehr hervorragenden Persönlichkeiten drin, unter anderem dem ersten Minister Englands. In anderen Worten, der Bundesminister da, der Präsident, war auch drin. Und der hat auch die erste Verfassung geschrieben für die League of Nations oder mit dran beteiligt, um das zu schreiben. Und interessant, dass Hort hat den Schwur geschrieben, der The Oath, er hat den Schwur geschrieben, der alle die Mitglieder in dem Bündnis zusammenhielt. Und dann, was schreibt er über das Fegefeuer, Purgatory? Er sagt, das ist die Wahrheit.
Fegefeuer ist besser als diese blöde, schreibt eigentlich doofe, protestantische Lehre, wie wir gleich sehen werden. Das ist ein Brief in 1854. Und dann schreibt er auch einen Brief an einen jungen Studenten und er sagt, der Fegefeuer scheint mir logisch zu sein, um die letzten Sünden wegzubrennen. Und was sagt er über Christus als unseren Erlöser? Er sagt, ich denke, ich habe es schon genannt, und es steht auch in Campbells Buch über die Atonement, die Versöhnung, welche wichtig ist, soweit es geht, aber unglücklicherweise kennt er nichts außer protestantische Theologie. Er ist selber ein Protestant. Was sagt er über die Atonement hier? Ich möchte nur ein Ding ausbessern, was du da sagst über die Versöhnung. Viele Jahre habe ich geglaubt, dass die Vereinigung des Christen oder des Menschen mit Christus selber ist die spirituelle Wahrheit. Das ist Okkultismus. Also wir werden Christus. Wir werden Gott. Er sagt es eigentlich auch in so vielen Worten. The popular doctrine of substitution, also dass Christus uns Stellvertreter ist, ist immoralisch und eine Fälschung. Also ihr dürft nicht glauben nach ihm, dass Christus unser Erlöser ist, unser Stellvertreter. Das ist ja ein Okkulter hier. Und der hat den griechischen Text geschrieben für die neuen Übersetzungen, dieser Okkulte hier. Er sagt, da ist noch etwas, was mich stört an dieser alten Übersetzung. Wir können nicht uns die Zeit erlauben, bis wir den alten Urtext so verändert haben, wie wir wollen, dass er perfekt ist für uns. Wir müssen eben zufrieden sein mit der Kritik des Alten Testaments, beiden Testamentes. Aber er sagt, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich eine Revision herbeibringen, die diesen Text entfernen würde. 1. Johannes 5, 7 können wir vielleicht entfernen in einem Monat. Und wenn das getan werden könnte, naja gut, aber es wird wohl nicht passieren. Ich wäre zufrieden, wenn er in ein paar Jahren passiert. Also diesen Text wollen sie nicht haben. 1. Johannes 5, 7. Was sagt denn der? Was sagt denn der? Warum wollen sie ihn nicht da haben? Und da sind drei, die Zeugnis im Himmel haben, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Also die Dreieinigkeit muss raus, Jesus darf nicht Teil der Gottheit sein. Das ist, was er sagt. Das ist, was Westcott sagt. Also ursprünglich haben sie ihn nicht rausgeholt, aber in den neuesten Übersetzungen werden wir sehen, ist er weg. 1860, August, schreibt Westcott, und passt mal gut auf, was er sagt. Es ist natürlich wahr, dass wir Gott kennen können, dürfen, durch menschliche Form. Also Jesus ist mal nur ein Mensch gewesen. Aber dann denke ich, die ganze Bibel spricht die Sprache von Genesis 1,27 und versichert uns, dass die menschliche Form Gott ist. Des Formes, wir sind Gott. Er sagt, Maria-Anbetung und Jesus-Anbetung ist gleich. Ist dasselbe. Gut, wir brauchen nicht alles lesen, der Text ist ja da. Dann schreibt Westcott, der andere, schreibt dann hin, ich war in La Salette, das ist eine Marienkirche, und er sagt, da habe ich ein Wunder erlebt und ich habe wieder gespürt, was es ist, um in dieser Gegenwart zu sein. Er schreibt, jetzt passt gut auf, was er sagt. Augenblicklich sind da viele Orthodoxe, das sind alte Männer die glauben an den Urtext, aber einige rationale Männer werden unaufsichtlich.